Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es die Weekend League Belohnungen. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal drauf, schnacken nicht lange rum und da kommen sie dann auch schon. Wir haben Gold 3 erreicht, ich weiß, es ist nicht die beste, das beste Ergebnis, sage ich jetzt einfach mal so, aber es ist ganz in Ordnung. 30.000 Coins, 51k-Set und 235k-Set bekommen wir hier für unsere Leistung und ich würde sagen, wir gehen auch direkt wieder rein in den Shop. Und falls ihr wollt, dass ich morgen, also am Freitag, auch wieder die Weekend League zocke, dann lasst jetzt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal die Packs ab. Also ihr seht es hier, 3 Packs haben wir hier am Start. Und ich würde sagen, wir beginnen mit einem 35k Pack. Drücken drauf und hoffen, dass das ein Walkout wird. Ich dachte, es lädt länger und es ist leider keine Special Card. Und es ist auch leider kein Walkout, eben wie gesagt. Wir ziehen in diesem Pack Valero, 83er Rating. Das kann auf jeden Fall besser werden. Das nächste Pack ist ein kleines Special Pack und zwar öffnen wir das mit dem Monster Energy Drink. Es ist also ein Monster Pack und wir ziehen leider hier auch nichts Gutes. Es ist eine Man of the Match Karte. What the fuck? Wir ziehen IU. Der ist zwar ein Scheißdreck wert, der ist wirklich nichts wert, aber nice. Wir ziehen einen Man of the Match. Also einen Afrika-Spieler, so eine Special Card einfach vom Afrika-Team des Turniers. Oh mein Gott, und das lädt einfach mal ewig. Oh mein Gott, wir ziehen eine Special Card, Jungs. Wie nice ist das? Aber ich glaube, der ist eben, wie gesagt, nichts wert. Ja, der kostet einfach mal nur 10.000 Münzen. Aber einfach mal eine Special Card. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Und das letzte Pack, also das 50k Pack, öffnen wir mit dem Packler-Code. Mit dem habe ich ja in FIFA 16 Bale in Form gezogen. Ich würde sagen, wir setzen das ganze Ding mal auf. Der ist schon ziemlich ramponiert. Also der sieht schon ein bisschen kaputt aus. Aber ist egal, Jungs. Wir öffnen das Pack in 3, 2, 1 und boom. Und es ist leider kein Walkout. Vielleicht wieder eine Special Card. Leider auch nicht der Packler-Code. Ja, hat leider nicht viel Glück gebracht. Das ist Moja mit einem 81er Rating. Also ein ganz, ganz schlechtes 50k Pack. Das muss man einfach so sagen. Aber vielleicht ist noch irgendwas anderes Nices in diesem Pack drinnen. Ja, geht so, geht so. Klischee ist vielleicht ein bisschen was wert, aber ansonsten ist dieses Pack leider nicht so gut. Und ja, Freunde, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Vielleicht werde ich eben morgen, wie gesagt, Weekend League zocken. Wenn ja, dann streame ich das Ganze natürlich auch. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA STAR.